Bonjour mes amis und herzlich willkommen hier bei uns in der Bretagne. Auf unserem Kanal gibt es jeden Sonntag ein Video. Ob wir Mauern bauen und Palmen pflanzen, einen Garten anlegen oder ein Fass einbuddeln, um unsere Kartoffeln darin zu lagern. Hier ist immer was los. Und wo wir jetzt gerade am Kartoffellager sind, gucken wir mal rein, ob die Kartoffeln schon verschimmelt sind oder ob noch alles in Ordnung ist. Aber erstmal muss der Hund von der Platte. Gehst du da mal runter? Runter! Ui, was ist das? Ui, gucken! Los! Ist halt ein Ridgeback. Will nicht auf dem nassen Boden stehen. Lieber schön. Ja, bei Ihnen aber ne? Trotzdem Kommt runter. Runter jetzt. Da jetzt. So, wir müssen hier mal reingucken. 16 Grad oben auf dem Sand. Ich denke, in dem Sand ist es noch ein bisschen kühler. Und die erste Kartoffel. Oh, die fängt an zu keimen. Ja, da müssen die jetzt ganz schnell aufgegessen werden. Obwohl, die sind gut. Die hier sind ungekeimt. Wir hatten diese Kartoffeln aber auch sehr lange draußen in der Scheune hier am Licht. Ja, und vielleicht war das schon eigentlich zu spät. Wir hätten die wahrscheinlich sofort hier in das Fass einlagern müssen. Ja, ne, die ist auch gut. Auch nicht am Keim oder so. Ja, die hellen sind doch so ein bisschen am Keim. Ja. Ich glaube, wir haben die einfach zu lange draußen gelagert. Also erstmal die hellen essen und dann die dunklen. Jetzt ratet mal, was es bei uns heute zum Mittag gibt. Kartoffeln! Es ist so, dass wir diese Woche nach Deutschland fahren am Mittwoch. Wir werden jetzt kein großes Projekt mehr anfangen. Also wir werden keine Mauer bauen und wir werden auch kein Fass einbuddeln. Aber wir wollen euch dennoch mitnehmen hier auf unseren Hof, zeigen, was wir sonst so machen. Es muss nämlich noch viel erledigt werden, bevor wir nach Deutschland fahren. Auch viel in der Werkstatt noch. Und außerdem muss der Anhänger noch leer gemacht werden, denn wir werden auf jeden Fall wieder mit Anhänger nach Deutschland fahren und mit jeder Menge Holz hier wieder zurückkommen. Dicke Eichenbohlen habe ich in Deutschland liegen, Zirbenholz. Aber bis dahin müssen wir erstmal den Anhänger wieder leer machen. Denn da steht noch ein gewisses Gefährt drauf, ein schwimmendes Gefährt. Wenn ihr nicht wisst, was es damit auf sich hat, dann schaut mal das letzte Video an vom Dienstag. Da gehen wir nämlich mit diesem schwimmenden Gefährt auf den See. Und ob wir untergehen oder ob es uns trägt, das seht ihr in dem Video. Wir bauen es jetzt erstmal wieder auseinander. So das richtig war schön unser dämlich. Boot. Und ich fand das so cool mit diesem Antrieb. Ich würde es am liebsten nochmal bauen. Einfach nur ein bisschen stabiler, weil das Prinzip hat wirklich funktioniert. Ich war ganz erstaunt. Das Problem ist, die Halterungen, wie das Fahrrad fixiert war, haben ziemlich schnell aufgegeben. Ich hätte einfach dickere Schrauben nehmen sollen. Dann wäre dieses Gefährt echt vorangekommen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Dieses Schaufelrad, ich finde es echt genial, aber ich habe es zu lapidar zusammengebaut. Schade drum. Aber das Video ist, glaube ich, trotzdem ganz witzig. So, Palette ist auch wieder da, wo sie herkam. Als wäre nie was gewesen. Irgendwie komisch, dass wir einen Grabstein hier haben. Und ich überlege oft, was man mit diesem Grabstein machen kann. Sieht man ihn? Da ist er. Wenn ihr dafür eine Idee habt, irgendwas, was ein bisschen, weiß ich auch nicht, respektvoller ist, dann gerne her damit. Immer wenn wir was filmen wollen, ist der blöde Nachbar da hinten mit seinen lauten Maschinen beschäftigt. Was machst du hier eigentlich? Wir haben gestern vom Feld Bohnen geerntet, weil das Feld wurde letzte Woche abgeerntet. Und hier in Frankreich ist es so, dass man die Überbleibsel oder die Reste, die halt überbleiben, ja, selber mitnehmen darf. Und die Bohnen, die wasche ich jetzt gleich, schnibbel ich und dann kommen sie ins Gefrierfach. Die sollen für Bon Duel sein, haben uns die Nachbarn mal erzählt. Ja, die sind sehr lecker. Mich würde ja mal interessieren, ob das in Deutschland auch so ist. Darf man das, was auf dem Feld übrig bleibt, mitnehmen? Ich glaube nicht. Also hier soll es wohl erlaubt sein und das machen wir auch. Selbst wenn es verboten ist, der Bauer hat mit Sicherheit nichts dagegen. Hier, guck dir mal unsere Ernte an. Eine ganze Schale voll. Nicht schlecht. Für Lau sage ich Jau. Jau, sage Jau, Jau. Ich
habe in Deutschland mal ein ganzes Konvolut an Altholz gekauft. Richtig alte Fachwerkbalken und Bretter, wo wirklich handgeschmiedete viereckige Nägel noch zu finden waren. Und hin und wieder baue ich aus diesem Holz was. Jetzt gerade aktuell habe ich diesen Weinhalter gebaut. Der war nicht immer so schwarz. Ich habe den so schwarz gemacht. Ich habe das mit Gas gemacht, mit abgeflammt halt. Kann ich auch kurz mal zeigen. Und diesen Weinflaschenhalter, den nehmen wir auf jeden Fall auch mit nach Deutschland, weil wenn wir den verkaufen und den von hier verschicken müssten, wäre das mit Sicherheit utopisch teuer. Und ja, ich brauche dafür noch ein paar Fotos. Ohne Fotos lässt sich sowas nicht verkaufen. Deswegen schnappe ich mir jetzt mein anderes Objektiv, um ein paar schöne Fotos zu machen. Werde das natürlich nicht filmen, weil beides zusammen geht nicht. Also, bis gleich. Ich bin ja, weiß Gott, kein Fotograf, aber es gibt Objekte, die sind eigentlich relativ einfach zu fotografieren und dann gibt es sowas. Das war jetzt nicht ganz so einfach, aber ich hoffe, es sind ein paar schöne Bilder dabei. Falls ihr an sowas Interesse habt, dann schaut mal bei uns im Shop vorbei. Wenn man sich mal genau auf die Suche macht, dann findet man noch so ein paar Metallteile. Hier guckt noch so ein halber Nagel raus. Hier ist noch ein bisschen Metall. Das ist halt wirklich ein 100% authentischer Fachwerkbalken. Und das Schöne ist, wenn man das mit Hartwachsöl behandelt, so wie ich es gemacht habe, dann färbt das Schwarze nicht mal ab. Meine Hand ist immer noch weiß. Apropos weiß, diese Box hier, die ist auch weiß. Das ist zum Beispiel jetzt so eine Auftragsarbeit gewesen, was wir auch hin und wieder mal machen. Eigentlich mache ich ja ganz viel mit Vollholz, weil ich finde, mit Vollholz macht auch einfach am meisten Spaß. Eben so richtig tischlern und nicht irgendwie was zusammenbasteln. Aber hier habe ich jetzt ausnahmsweise mal Pappelsperrholz verwendet. Hat aber auch mega Spaß gemacht, das zu bauen. Eine schöne Spielzeugkiste ist das. Zum Draufsetzen auch noch. Hier war ich richtig kreativ mit Wolken. Ja, schön geworden, oder? Da muss man dann auch erstmal so die passenden Scharniere finden, weil jetzt bleibt der Deckel halt schön oben, ne? Ist doch mega praktisch, kann man sich hier nicht die Finger einklemmen. Habe ich lackiert mit Spielzeug geeignetem Lack, ebenfalls von Contura, wo ich auch meine Öle immer her habe. Naja, ich könnte jetzt schon wieder schwärmen darüber, wie schön das ist. Ahorn, Füße habe ich hier gemacht. Ach, herrlich. Schöne Box und die kommt jetzt ins Auto, denn die muss mit nach Deutschland. Das war ja mal unser Lenkrad vom Boot, vom Schaufelraddampfer. Das wird jetzt meine neue dicke Schale. Schön, oder? Meine Vase kippt eh immer um. Geht so. So, jetzt können noch zwei Leute mitfahren. Hier auf der Kinderbank. Hey, den Stuhl hatte ich mir schon so dahingestellt. Sorry. Annika verpackt jetzt gerade noch eine weitere Auftragsarbeit, in diesem Fall eine schöne Kochfeldabdeckung inklusive Salz- und Pfefferstreuerhalter oder Ablage eher gesagt. Das sind halt solche Sachen, die machen wir noch abseits der Videos. Also wir haben eigentlich immer was zu tun, wobei jetzt ist es ja eigentlich doch Teil von dem Video geworden. Naja, und ich wollte jetzt gerade noch mal darauf hinweisen, diese schwarze Scharfschneidebretter, die gibt es jetzt in unserem Shop ein bisschen vergünstigt, weil wir die dann aus Deutschland verschicken können. Deswegen gibt es gerade ein bisschen Rabatt. Die Anni, die macht aber auch schöne Arbeiten. Ja, ich habe auch einen Auftrag. Ein Familienauftrag von meinem Papa. Er braucht noch eine Klingelverkleidung. Da habe ich einen Kasten gebaut und da kommt ein Deckel drauf. Super, jetzt muss ich das noch zusammenhalten, weil das sind noch zwei Hälften. So. Stolz wie Bolle. Ja. Ja, du kriegst das hin, ne? Ich habe nämlich auch noch was zu tun. Jo. So, das nächste schöne Brett fertig. Fertig gewachst. Ihr merkt schon, wir sind diese Woche viel damit beschäftigt, Sachen vorzubereiten für Deutschland, die wir auf dem Flohmarkt verkaufen wollen. Wenn wir nämlich in Deutschland sind, ist nämlich in meinem Heimatdorf oder ja, für unsere Verhältnisse ist es schon fast eine Stadt, 6000 Einwohner. Wir haben hier gerade mal 15 Einwohner im Ort oder so. Das nächstgrößere Dorf hat dann, glaube ich, 420. Naja, also 6000 Einwohner ist schon fast eine Stadt. Da ist auf jeden Fall ein Flohmarkt und dafür wollen wir ein paar Dinge vorbereiten. Und ich glaube, Annika hat jetzt ihr Klingelschild oder Klingelverkleidung. Oh nein! Auch fertig. Ui, Fehler. Was ist jetzt passiert? Ich hätte erst die Löcher bohren sollen.
Die Schalldämpfer. Ach, das geht jetzt auch noch. Ja. Ist doch nicht schlimm. Oh Gott sei Dank. Ist doch nicht schlimm. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Der Praktikant verkackt's, der Meister muss es lösen. Nee, wie immer. Ich hab nichts verkackt. So, Computer ist auch abgebaut. Der muss natürlich auch mit. Es muss ja stetig weitergehen mit den Videos. Wir haben nämlich nichts im Voraus, wie bei anderen Kanälen vielleicht. Es ist immer alles up to date. Nee, wie heißt das? Just in time. Ne, Mimi? Willst du denn auch gleich mit nach Deutschland? Oder willst du lieber hier bleiben mit Tanja? Tanja, der andere Hund, der bleibt übrigens hier, weil, wir können es nicht oft genug sagen, das ist gar nicht unser Hund. Unser Hund, unser Hund. Der gehört nämlich eigentlich zu der Farm hier nebenan. Und deswegen bleibt Tanja leider hier. Dann würde ich vielleicht noch sagen, ist ja auch gut, dass es wenigstens eine hier bleibt und aufpasst. Hast du jetzt gerade gesagt. Okay. Die Kamera stellen wir ja auch gleich noch auf. So haben wir einfach immer ein besseres Gefühl. Und können einfach auch mal gucken, was für ein Wetter hier ist oder ob jemand auf dem Hof steht. Aber im Normalfall passiert ja auch nichts. Aber dennoch, man fühlt sich ein bisschen sicherer mit Kamera. Das Auto ist jetzt so vollgeparkt, dass der Koffer und unsere Bettwäsche auf dem Anhänger müssen. Und wir kommen mindestens mit genauso vielen Sachen wieder zurück in die Bretagne. Nur dann mit anderen Sachen. Und wenn ihr dann das Video seht, dann sind wir ja schon fast wieder zurück. Abfahrt! So, auf geht's! 1,95. Alter, das tut weh. Ich glaube, in Deutschland ist der Sprit gerade ein bisschen günstiger, ne? Diesel, 1,95. Und das nicht mal an einer Autobahn. Und noch dazu kommt eine Autobahngebühr von 40, 45 Euro oder so. Es ist übrigens der stärkste Kaffee, den ich in meinem Leben getrunken habe. Der ist so stark, ich habe das Gefühl, der färbt meine Zunge schwarz. Aber der hält wach. Der ist fast dickflüssig. Achso, ich habe ja einen Anhänger, da muss ich ja... So richtig assi gerade, ich stelle mich jetzt einfach irgendwie hin. Okay, dann springen wir jetzt noch schnell in den Supermarkt, in den Intermarché. Ich sag ja, der färbt die Zunge schwarz. Der kriegt rein. Und jetzt am Ende wollen wir uns nochmal bedanken. Danke für mittlerweile über 6000 Abonnenten. Das ist mehr, als unser Heimatdorf an Einwohnern hat. Und wir wissen von vielen, dass sie wirklich jede Woche schauen. Das ist das ganze Kleingeld vom Eierverkauf. Vielleicht passiert mal mehr, mal weniger in dem Video. Aber umso mehr freut es uns, wenn ihr wirklich jede Woche dabei seid, kommentiert, einen Daumen nach oben gibt oder einfach nur zuschaut. Vielen Dank. Wir haben die 13 Stunden Nachtfahrt übrigens gut hinter uns gebracht. Weil es besser für den Hund ist und auch der Verkehr weniger ist, fahren wir die knapp 1100 Kilometer Strecke auch schon mal gerne nachts. Und wer meint, das wäre anstrengend, der hat nie Jahre seines Lebens in Nachtschichten gearbeitet. Das ist wirklich anstrengend. Wir sprechen da aus Erfahrung. Was wir in Deutschland so machen, womit wir unseren Anhänger wieder vollpacken, und was für ein Möbelstück wir in Deutschland gekauft haben, seht ihr dann im nächsten Video. Also bis dahin, au revoir. Et à bientôt. Hier ist ein Zeit für euch um 7:30. Wir gucken heute Morgen mal, seid ihr nicht Prokrastinierer, Leute, die was vor sich herschieben, zum Beispiel Aufgaben am Morgen, oder seid ihr Präkrastinierer? Hier wird tatsächlich auch. Das ist nämlich das umgekehrte Ding. Kimi und Marvin auch an mich.